Du bist auf der Suche nach einem Gasgrill, der richtig viel Leistung hat, der langlebig ist, der robust ist und in Deutschland produziert wird? Dann passt jetzt genau auf. Heute stellen wir euch den Premiogas XL3 vor. Viel Spaß dabei! Dann starten wir mal mit dem Rahmen. Auch dieser Grill ist ein modulares System. Du als Kunde kannst dir nachher aussuchen, wie du deinen Grill konfigurieren möchtest. Brauchst du zum Beispiel als Verein einen Grilldeckel, wenn du Bratwürste grillst? Ich glaube nicht. Und dafür ist der Grill dann auch gemacht. Brauchst du einen Unterschrank? Brauchst du eine Flaschenhalterung? Brauchst du einen Tischbrenner? Brauchst du eine Seitenablage? All das kannst du in diesem Konfigurator entscheiden und deinen Grill so zusammenbauen, wie du ihn brauchst. Und das Allergeilste ist, du kannst mit dem Grundmodell anfangen und einfach den Grill Jahr für Jahr erweitern. Dann hat deine Frau, deine Freunde oder du auch richtig tolle Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke. Das ist natürlich auch ein richtig cooler Punkt für uns. Dann wollen wir mal oben anfangen. Hier haben wir unseren richtig schönen, stabilen und robusten und doppelwandigen Grilldeckel aus Edelstahl. Zudem habt ihr beim Öffnen und Schließen des Deckels richtig das Gefühl, dass ihr Qualität in der Hand habt. Ihr habt wirklich Gewicht in der Hand, ihr könnt es trotzdem richtig schön leise und komfortabel schließen. Wir haben hier einmal Gummipuffer installiert und auf der Rückseite haben wir auch nochmal Gummipuffer installiert, dass kein Metall an Metall schlägt und das Ding richtig schön satt und sanft schließt. Im Deckel selber haben wir dann nochmal unser Warmhalteross installiert. Das kann man aufklappen, das kann man abklappen, je nachdem, was man hier auf dem Rost macht, weil man kennt es ja auch, wenn man das ganze Rost voll mit Grillgut hat und das dann da hinten wenden will und dann ständig mit der Grillzange oder mit der Hand gegen das heiße Rost stößt, das ist wirklich nervig. Deswegen kann man es abklappen oder man kann es auch ganz herausnehmen, so wie man möchte. Um euch nochmal im Video selber die Qualitäten so ein bisschen zu zeigen, wie stabil und robust so ein Deckel ist, ihr könnt den wirklich hier an der Seite anheben und ihr hebt den ganzen Deckel an, ohne dass er sich irgendwie da hinten erstmal nochmal auf dem Grill stehen bleibt. Also so merkt man halt, dass der richtig schön robust und steif gefertigt ist. Dann machen wir direkt einen Stockwerk tiefer weiter. Hier haben wir dann die Grillfläche. Unser Grillrost besteht aus 4 Rostelementen. Bei der Grundausstattung sind das 6 mm Edelstahlstäbe. Die könnt ihr richtig gut wieder sauber bekommen. Ihr könnt sie auch in der Spülmaschine reinigen. Aber dazu möchte ich auch sagen, der Grill wird wirklich sehr, sehr heiß und es brät schon ordentlich fest. Also ihr werdet auch mal eine Grillbürste benutzen müssen. Ihr könnt diese Grillroste aber auch austauschen. Ihr könnt zum Beispiel auch richtig massive, dicke Gussroste dafür verwenden. Oder ihr könnt auch 8 mm Edelstahl verwenden. Das ist aber Zubehör. Was auch richtig cool an unserem Grillrost ist, ihr habt ja diese 4 Rostelemente und wir haben jede Menge an Zubehör, was ihr dann zum Beispiel für die Grillroste einsetzen könnt. Ihr könnt zum Beispiel ein Rostelement rausnehmen, dafür könnt ihr dann eine Grillschale reinsetzen. Ihr könnt aber auch 2 Grillroste rausnehmen. Dann habt ihr die ganze Fläche mit einer Edelstahlplatte, die nennt sich Plancha. Da könnt ihr dann Bratkartoffeln drin anbraten, Zwiebeln, Burger-Patties, Gemüse, Fisch. Alles, was ihr sonst so in der Bratpfanne macht, könnt ihr dann bei herrlichem Wetter draußen machen. Was ihr beispielsweise dann auch noch machen könnt, ihr könnt auch noch einen Wok-Einsatz auf die Grillfläche setzen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr euch für so einen 800 Grad Tischbrenner entscheidet, könnt ihr den Wok auch hier auf dem Seitenbrenner installieren. Also ihr merkt, ihr habt eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten und so macht das Grillen halt auch immer wieder aufs Neue Spaß. Ihr könnt euch erweitern, ihr könnt ausprobieren und ihr habt wirklich einen Partner an eurer Seite, der unglaublich robust, leistungsstark und einfach gut ist. Nach den Grillrosten gehen wir eine Stufe tiefer. Wir gehen nämlich in den Grill, da wo das ganze Feuerwerk entsteht, da wo die ganze Hitze ist, da wo die ganzen Salze sind, da wo der Grill wirklich was aushalten muss. Und dafür nehmen wir mal eben die Grillroste raus. Dann zeige ich euch mal verschiedene Sorten von unseren Brennerabdeckungen. Hier seht ihr, ihr könnt es nicht sehen, aber das ist das Material V4A. Das ist der hochwertigste Edelstahl, den ihr auf dem Grillmarkt finden könnt oder allgemein im Edelstahlmarkt finden könnt. Das nennt sich auch 1.4544. Wenn ihr mal nachgoogeln wollt, was dieses Material kann, dann gebt mal bitte 1.4544 ein. Wenn ihr dann also im Grillfachgeschäft seid oder Online-Grill kaufen wollt, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr einen richtig guten Innenraum habt. Die Verschraubungen sollten aus Edelstahl sein.
Die Brennerabdeckung sollten wirklich aus Edelstahl sein. Also bitte nehmt nicht irgendwas Emailliertes. Das muss nur einmal runterfallen, dann habt ihr die Emaille abgebrochen und dann fängt es halt schon an zu rosten. Richtig guter Tipp dabei ist auch noch, nehmt mal einen kleinen Magneten mit beim Grillkauf. Dann könnt ihr nämlich testen, wenn der Magnet haften bleibt, dann ist es nicht so ein guter Edelstahl. Und wenn der Magnet einfach abfällt, dann habt ihr mindestens 4301, das ist V2A. Wir bei Schickling Grill haben unseren Gasgrill wirklich so gebaut, dass er gleichmäßig alt wird. Denn zum Beispiel der Edelstahl hier in der hohen Hitze muss viel mehr aushalten als zum Beispiel hier auf der Seitenablage. Jetzt kommen wir zur Seitenablage. Die hält ungefähr 30 Kilogramm aus. Also ich kann mich da jetzt nicht drauflegen wie beim Big Rocket. Aber ich glaube, das sollte bei einem Grill auch nicht die Voraussetzung sein. Also ihr könnt wirklich 30 Kilogramm darauf abstellen. Ihr könnt die Ablage richtig leicht abklappen und auch wieder aufklappen. Das bedeutet, wenn ihr den Grill verstauen wollt, klappt ihr die ab. Wenn ihr den Grill verschieben wollt, dann klappt ihr sie ab. Hier habt ihr dann einen richtig schönen Griff. Ihr könnt den Grill daran anheben. Wenn ihr den Grill verschieben wollt, dann könnt ihr das auch ganz einfach machen. Ihr löst hier eben die Feststellbremsen der Lenkrollen und dann könnt ihr wirklich auch ganz einfach mit dem Grill von einem Ort zum anderen. Auf der rechten Seite habt ihr dann die Möglichkeit, eine 800 Grad Zone an den Grill zu installieren. Also das ist kein Muss. Ihr könnt es konfigurieren. Die möchte ich euch auch gerne noch mal eben zeigen. Hier haben wir einen Keramikbrenner installiert. Das Rost ist einfach aufgesetzt. Wenn ihr die Keramik dann benutzt, heizt die Keramik ohne das Grillrost auf, weil sonst habt ihr auf dem Steg wirklich schwarze Streifen, weil der Rost halt zu stark aufheizt. Also erst die Keramik aufheizen, dann das Grillrost drauflegen und dann das Fleisch da drauf. Neben Robustheit spricht dieser Gasgrill wirklich für Leistungsstärke. Die vier Brenner haben jeweils 5 kW Leistung. Also ihr könnt mal wirklich im Internet ein bisschen surfen und gucken, wie viel kW die anderen Gasgrills haben. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass das wirklich der heißeste Grill auf dem Markt ist. Auch hier haben wir einen richtig leistungsstarken Keramikbrenner, der wird bis zu 800 Grad. Das können natürlich andere Grills genauso, aber mehr als 800 Grad, was willst du damit? Mit dem Grill erreichen wir rund 500 Grad am Grillrost, 450 Grad am Deckelthermometer. Also ihr könnt auch richtig gut Pizzen auf dem Grill zubereiten. In 3 bis 4 Minuten oder vielleicht auch 5 Minuten, je nachdem, wird die Pizza fertig sein. Alles, was ihr hier seht, was auch nach Edelstahl aussieht, ist auch hochwertiger Edelstahl. Jede Verschraubung, jede Niete ist Edelstahl. Ihr werdet mit diesem Grill wirklich richtig viel Spaß haben. Und das Schöne ist, wenn ihr damit ein Problem haben solltet, wir sind direkt euer Ansprechpartner, wir sind der Hersteller, wir produzieren die Ersatzteile, wir produzieren den ganzen Grill, wir bauen die Brenner. Es macht einfach richtig viel Spaß und wir sehen halt auch an der Resonanz von euch, dass ihr alle richtig gut zufrieden seid. Und wenn wir dann mal wirklich einen Kunden haben, der nicht ganz so zufrieden ist, dann setzen wir da alles dran, dass wir das auch hinbekommen. Jetzt gehen wir noch eine Stufe tiefer. Hier sieht man, hier haben wir die große Fettschale installiert. Die könnt ihr nach vorne rausnehmen. Unter dieser Fettschale haben wir dann nochmal eine GN-Schale installiert, die ihr dann wirklich zur Seite einfach ziehen müsst. Und dann könnt ihr die auch einfach in der Spüle, in der Spülmaschine reinigen. Die Fettwanne lässt sich ganz einfach nach vorne rausziehen. Dafür öffnet ihr die Grilltüren. Dann packt ihr die Wanne an und könnt die einfach nach vorne rausziehen bzw. auch wieder reinschieben. Ja, wenn wir schon mal hier unten sind, hier haben wir den Unterschrank dann auch noch. Wie gesagt, den könnt ihr optional dazu nehmen oder auch nicht, so wie euer Budget ist, so wie euer Bedarf ist. Also ihr könnt wirklich den Grill so bauen, wie ihr ihn für richtig haltet. Die Türen seht ihr, man kann die auch mal ein bisschen zuschlagen. Wir haben hier richtig tolle Soft-Close-Scharniere eingebaut. Die Türen schließen richtig schön sanft. Also man kann da auch mal einen vordonnern und die Türen schließen richtig schön leise und einfach. Im Unterschrank selber haben wir da nochmal einen Zwischenboden installiert. So könnt ihr dann das Grillzubehör auch einfach strukturieren und organisieren. Jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, wie wir die Gasflaschen bei Schickling lagern. Das machen wir nämlich hier in der schwarzen Ummantelung. Ihr könnt hier Gasflaschen bis 11 Kilo reinpacken. Die Flaschenhalterung könnt ihr einfach entnehmen. Dann stellt ihr hier auf das stabile Edelstahlblech die Gasflasche. Hier schließt ihr das noch an. Hier haben wir dann nochmal einen Haken am Schlauch installiert. Der kommt dann hier drüber. So könnt ihr dafür Sorge tragen, dass der Schlauch nicht gegen den heißen Grill kommt. Weil da müsst ihr wirklich drauf achten. Das darf nicht passieren, weil der Grill hat Wumms. Der Schlauch darf nicht an den Grill. Auch beim Bodenblech seht ihr wieder, wie wir auf Qualität geachtet haben. Also ihr könnt da wirklich mit viel Gewicht drauf und so eine 11 Kilo Flasche hat hier Platz, ohne dass was klappert und wackelt. Neben einem richtig guten Grill und vielleicht in dieser Preisklasse sogar einer der besten Grills, gehören natürlich auch richtig gute Lenkrollen.
Wir wollen, dass ihr den Grill leicht und einfach verschieben könnt. Dafür haben wir robuste und stabile Lenkrollen installiert. Hier haben wir dann auch mal Feststellbremsen installiert. Wenn ihr den Grill dann stabil stehen haben wollt, dann tretet ihr die einmal runter und dann habt ihr auch wirklich einen richtig schönen festen Stand und ihr könnt den Grill problemlos stehen lassen. Jetzt möchte ich euch natürlich noch mal eben zeigen, wie ihr den Grill verschieben könnt. Dafür löst ihr mal eben die Feststellbremsen, klappt die Ablage ab, dann habt ihr hier einen schönen Griff und dann kann ich euch gleichzeitig auch noch mal eben zeigen, wie der Grill dann von hinten aussieht und da vielleicht noch ein paar Takte zu sagen. Genau, ihr seht, ihr könnt das Ding wirklich einfach auf so einer Terrasse verschieben. Wenn ihr jetzt wirklich 200 Meter über Stock und Stein wollt, dann sind diese Lenkrollen vielleicht auch ein Ticken zu klein. Dafür braucht ihr dann große Luftreifen. Aber das soll nicht die Regel sein. Deswegen haben wir uns für diese Größe entschieden. Zu der Rückseite. Hier haben wir wirklich auch wieder ein richtig geschlossenes Bild. Das ist auch beim Gasgrill sehr wichtig. Denn sonst zieht der von allen Ecken und Enden Sauerstoff, wenn da mal Wind reinpfeift. Dann verliert so ein Gasgrill halt schnell an Leistung. Und das wollten wir nicht. Deswegen haben wir hier wenig Platz gelassen. Hier ist eine ganz wichtige Stelle, da könnt ihr drauf achten. Da sollte wenig Hitze rauskommen. Weil sonst alles, was ihr in dem Deckel speichert, geht dann hier über diesen Spalt wieder verloren. Also achtet darauf beim Grillkauf, lasst dieses, bei der Grillszene heißt das Scheunentor, möglichst klein sein. Wenn er hier gerade so schön steht, ich kann euch das auch nochmal eben zeigen, wie richtig schön satt und sanft der ganze Grilldeckel schließt, wie schick der dann auch von hinten aussieht. Also ich finde diese Kombination aus dem Schwarzen und dem Edelstahl ist einfach eine richtig schicke Sache. Und das könnt ihr einfach toll auf die Terrasse stellen. Ich finde, wir haben hier einen richtig großartigen Grill entwickelt, einen robusten, einen langlebigen Gasgrill entwickelt und vor allem auch einen leistungsstarken Gasgrill entwickelt. Ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr einen Steg drauflegt, dann passiert da auch was. Ich hoffe, euch hat dieses Video richtig gut gefallen und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich, wie wir von diesem Gasgrill. Schaut euch den mal einfach bei uns auf der Webseite an, schreibt einen Kommentar unter das Video, gebt uns ein Feedback, gebt uns auch gerne Kritik. Was können wir besser machen? Worin sind wir gut? Ich freue mich richtig drauf. Macht euch einen tollen Tag und genießt das Wetter.